Hallo ihr Lieben, heute wieder Neues aus der Werkstatt. Und hier mein Freund, der ist der einäugige Bandit, der hat immer noch nicht den Durchblick, also deswegen kann er immer noch nicht vor der Kamera sein. Aber irgendwann, hoffentlich geht es mir irgendwann wieder gut. Wünsche dir mal eine gute Besserung. Das freut mich, dass in den Kommentaren steht. So, was haben wir hier? Oh, Musik haben wir erstmal hier. Hier haben wir einen Corsa. Corsa E. Die Kundin sagt, sie hätte keinen Druck auf der Bremse. Da ist aber Druck. Ja, gut. Da ist schon Druck drauf. Also, ich habe jetzt gerade die Stücke ganz durchtreten. Ja, gut. Kein Druck auf der Bremse und macht irgendwelche Geräusche von der Bremse her. Fahren wir mal in die Halle oder auf Eske, drehen mal eine kleine Runde hier um, direkt hier auf unserem Hof, um zu schauen, was es da für ein Problem gibt. Oh, wir haben wieder so viel los. Warte, hören wir jetzt schon. Junge, hört sich an. Ja, jetzt geht der Druck weg. Jetzt gerade, wo ich rückwärts gefahren bin. Meine Schulter geht auch noch nicht so richtig gut. Aber gut. Jetzt hört man das? Schleift, oder? Volle Pulle schleift das. Sie müssen sich anschnallen. Und Sie auch. Oh, du siehst die Kamera hin. Ja, haben uns vergessen anzuschnallen. Da piepst das Ding die ganze Zeit. Ja. Du bist angestellt, ne? Ja. Ich auch. Hinten die Rückbank. Ja, aber das ist ja genau drauf. Ah ne, die Handbremse, die angezogen war. Nur noch ein bisschen hoch. Oh, guck mal hier. Ah, oh, guck mal. Ist ja nix. Kann man merken? Hinten links. Kippt er so runter, nach hinten links kippt das runter, wird es hinten links was an der Bremse sein. Weil er da nicht mehr richtig packt. Also er kippt jetzt hinten links so. Okay. Ich glaube, da können wir direkt. Hört sich aber eher an wie hinten rechts. Junge! Hält doch nicht besonders gut, die Bremse. Hier links packt er noch. Rechts packt er nicht. So, jetzt habe ich es im Gefühl. Genau, links packt er. Wenn er so links runterkippt, genau andersrum. Und rechts packt er gar nicht. Ja, gut. Mit so einer Bremse würde ich wahrscheinlich nicht fahren. Und kein Druck. Wow, der Druck geht so weg. Ich würde sagen, das schauen wir uns mal auf der Bühne an. Für alle fortgeschrittenen Hobbyschrauber hier ein Tipp. Den Mod 4 von Launch gibt es jetzt im Sonderangebot im Fabrikashop. Damit kommt ihr in jedes Steuergerät. Das hat 31 Servicefunktionen und eine riesige Fahrzeugabdeckung. Außerdem könnt ihr optional dazu noch den Batterietester und das Endoskop benutzen. Also geht in den Fabrikashop. Solange der Vorrat reicht, haut rein, mega Angebot. So, schauen wir uns das mal an. Also es wirkt wirklich so, als wenn das hinten rechts wäre. Bloß der Corsa hier, der hat ja noch Trommelbremsen. Und da muss ja, also so wie sich das jetzt anfühlt, würde ich sagen, das ist. Irgendwie jetzt, wenn die Radbremszylinder, die Zylinder hinten undicht wären und als wenn sich der Belag dann abgelöst hätte oder irgend sowas. Ich behebe mal rauf, mache das Rad mal runter und gucke mal, was da passiert ist. Ich müsste ja sowieso auch eine Kosten-Voranschlag machen
für die Kundin. Aber das, da ist bestimmt richtig, richtig, richtig heftig was im Argen. Aber dass das jetzt so plötzlich oder mit Druckverlust, finde ich schon ein seltsamer Druckverlust. Kann ja eigentlich nur sein, weil das ja ein geschlossenes Bremssystem ist, dass die Bremsflüssigkeit da austritt. Oder weil die Backen ja nirgendwo anders hin können. Können die Backen ja nicht irgendwie, dass sie jetzt daneben liegen oder sowas, dass sie deswegen der Druckverlust da ist. Wir machen auf, schauen uns das an und dann gucken wir mal, was da alles und wie das kaputt gegangen ist. Ja. So, der Reißverschluss, guck mal, der macht schöne Geräusche, ne? Kann einem schon mal auf den Senkel gehen. So ist gut? Ja. Also so mit dem Ton, das ist, weil wir hier mal so in Action sind, ist alles nicht so einfach. Aber gut, dafür haben wir ja Basti Patrick, ne? So, wenn jetzt der Zylinder kaputt ist, dann müssten wir jetzt eigentlich schon von innen, wenn wir hier innen auf die Bremse schauen, müssten wir eigentlich da schon was sehen. Ja, vor allen Dingen sehen die Zylinder relativ neu aus. Hier ist der Bremszylinder da. Und hier tritt auch keine Flüssigkeit aus. Wo ist der? Da oben ist der Bremszylinder, hier ist die Bremsleitung. Und wenn ich vorne auf die Bremse trete, presse ich hier die Bremsflüssigkeit durch. Der Zylinder, der geht dann auseinander, hat zwei Kolben, da rechts und links gehen auseinander und presst im Prinzip die Bremsbeläge in die Trommel rein. Hör ich mal an. Junge, was ist das denn? Also, so hört es normal an, ne? Okay. Krass. Als wenn die Bremse da hinten auseinandergeflogen wäre. Gut, wir nehmen die jetzt mal auseinander. Jetzt bin ich gespannt. Kommen wir jetzt hier rüber, Basti. Gucken, was da jetzt zum Vorschein kommt. Aha, okay, das ist der Nachsteller. Ja. Das ist das, was die Geräusche gemacht hat. Das ist der Nachsteller, der sitzt normalerweise hier oben drin. Und das hier ist der Belag, der Bremsbelag. Und der hat sich abgelöst. Guck mal hier auf, guck mal hier. Da löst er sich auch ab. Ja. Es fängt hier unten drunter an zu rosten. Und dann löst sich der Kleber auf, da unten drunter. Und dann geht der Belag ab und dann saust der Belag hier rum. Viel schlimmer ist, wenn der hier reinhaut, der Belag, oder andersrum. So, wir drehen in die Richtung. Dann zieht er da rum und wenn er dann hier reingeht, der Belag, dann liegt er doppelt da, dann blockiert das Rad und am Schluss, dann kriegst du die Trommel auch nicht mehr runter, dann ist Feierabend. So, das Ding ist dann hier runtergefallen und das war das, was das Geräusch gemacht hat. Das ist der Nachsteller, der automatisch, wenn man die Handbremse zieht, dann immer dafür sorgt, dass hier so ein Haken weiter gedreht wird und die Bremse nachgestellt wird. Weil das, was sich an Belag hier abschleift, sorgt dafür, dass das nachgeht, weil sonst hat man dann auch einen Verlust an der Bremse, einen Druckverlust. So, und das ist ja klar, dass das zum Druckverlust führt. Am Anfang hatte ich ja keinen Druckverlust, dann wird vermutlich der Belag noch hier so drauf gelegen haben. Dann habe ich ja einmal gebremst, ist der Belag irgendwo hingesaust und dann kann man natürlich dieses Stückchen mehr in die Richtung drücken und das ist dann, was dann so weich ist. Gut, der braucht einfach sich nur in Anführungsstrichen neue Bremsbacken. Wir können mal gucken. Oder? Nein, das ist ja normaler Verschleiß. Normaler Verschleiß wäre, wenn der Belag einfach runter verschlissen wäre. Das kann passieren.
Ja, wenn es rostet und das Auto alt ist, ne, das kann passieren. Das merkt man nicht. Ne, dass irgendwann geht er, reißt das ab und dann ist Schluss. Da kann man auch, selbst bei Inspektionen, ne, wenn das eng aufliegt, kann man das nicht sehen. Ne. Irgendwann saust es eben ab. So, was gerne auch mal ist, weil hier durch diese Leitung wird ja die Bremsflüssigkeit zu dem Zylinder gebracht. Und wenn man jetzt auf die Bremse tritt, geht hier diese Backen gehen dann hier auseinander. In die Richtung und in die Richtung. Und sorgen dafür, dass die Bremstrommel eben festgehalten wird. So, und dann die Bremstrommel hier über die Schraube befestigt ist und das Rad hier drauf ist, bremst im Prinzip der Belag, der hier gegendrückt, hält die Bremstrommel fest und damit das Rad fest. So, und das ist die hintere Bremse. Hinten die Bremse bremst ja sowieso nur so in die 25-30%. Der Hauptteil wird von vorne gebremst. Pino, komm gucken. Autsch. Autschi, autsch. Ne? Und das lag drin und das hat das Geräusch gemacht. Ja. Ne? Ja. Feder ist auch, also fehlt mir gar nicht. Ja. Die anderen liegen, ne? Kannst du einen Gefallen tun? Neuen Satz bestellen? Ja. Vielleicht lassen wir auf der Bühne. Vielleicht kannst du einen direkt machen. Ja. Ich rufe den Kunden direkt an. Ja, kalkulierst eben, ruf den Kunden an, das ist ein Stammkunde von uns. Und dann, dass du es dann vielleicht direkt reparierst. Weil ich gucke jetzt nochmal, was hier mit den Zylindern ist, weil die, habe ich ja vorhin gesagt, die Flüssigkeit geht hier durch und hier ist eine Kammer und drückt dann hier zwei Kolben nach rechts und nach links in diese Richtung. Ne? So, und gerne gehen mal hier in den Kolben die Manschetten kaputt. Wenn man jetzt hier aufmacht, kann man gucken, ob da Flüssigkeit drin ist. Nee, da ist keine Flüssigkeit drin. So, hier ist auch keine Flüssigkeit drin. Was wir jetzt trotzdem nochmal schauen, auf der anderen Seite, weil wir können ja den Kunden jetzt anrufen und sagen dem Kunden, ja, pass auf, wir brauchen nur die Bremsbacke und ist gut, aber hier auf der Seite ist der Zylinder kaputt. Kann ja sein, dass es auf der einen Seite kaputt ist oder dass er anfängt, dass da Flüssigkeit rauskommt. Das sollte ich jetzt auf jeden Fall nochmal prüfen, bevor der Pino jetzt ein Angebot macht. Und dann hängen wir hinterher am Fliegenfänger. Deswegen schauen wir mal und machen jetzt auch noch mal hier hinten auf. Vielleicht können wir da auch sehen, ob sich da der Belag auch ablöst. Ist ja auch mal interessant. Haben wir das nur auf der einen Seite oder haben wir das auf beiden Seiten? Kann ich jetzt erstmal so nichts zu sagen. Machen wir mal auf und dann sehen wir, was hier geht. Normalerweise haben die Fahrzeuge hier hinten mittlerweile fast alle Scheibenbremse. Ist einfach leichter von der Montage her, ist preiswerter als hier dieser ganze Aufwand mit den Federn und. Aber einige Hersteller werden immer noch die Bremstrommeln. Bitte? Ja, ich gucke jetzt, mache jetzt die eine Seite auf in dem Radzylinder. So. Nachgestellt. Da muss man aufpassen, jetzt ganz vorsichtig sein, weil man sonst die Federn da dran überzieht. Stückchen für Stückchen für Stückchen. Staub drin, aber nichts Außergewöhnliches. So. Guck mal, hier nicht, das ist halt fest. Da ist nichts. Ja, die ist nicht. Da kann man jetzt davon ausgehen, dass die vielleicht hier auch abgelöst ist? Nee. Ja, vielleicht gab es auch ein Problem beim Kleber. Er weiß das schon. Gut, dann schauen wir uns jetzt hier mal die Zylinder an. Der ist trocken. Da sieht man, wenn der kaputt ist, sieht man hier leicht Flüssigkeit drin stehen. So, andere Seite.
auch trocken. Das immer prüfen, wenn er seine Bremse aufmacht. Ja, ist gut. Okay. Kompletten Satz, weil macht man immer paarweise, gibt es auch nur im Satz. Früher gab es noch die Möglichkeit, da wurden die drauf genietet, ne? Dann waren hier so Nieten drin, haben wir die einzeln drauf genietet, das kenne ich auch noch. Aber das macht man heutzutage nicht. Heute ist es einfach auch preiswert, das kompletten Satz zu machen. Die Nieterei ist einfach zu aufwendig. Gut, Pido kalkuliert das. Sprich mit dem Kunden, haben wir gerade schon gemacht. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil das Auto jetzt mal von der Bühne runternehmen, ist totaler Quatsch, wie alles zusammenzuschrauben, rausfahren und. Jetzt stellen wir Teile. Haben wir in einer Stunde, haben wir die hier spätestens. Und dann wird der Pino den direkt machen. Gut. Zünden das alles gut. Ich lasse ihn auf der Bühne stehen. Sprech mal eben mit Joscha ab, aber ich denke, ich lasse ihn drauf stehen, wenn du nach der, was haben wir jetzt, nach der Mittagspause, was du den direkt machst. Ich gucke erstmal, ob sie klappt. Dann ist der Kunde glücklich und wir haben das Auto von der Bühne. Okay, wir gucken, wie es weitergeht. So, hier haben wir einen Smart. Der hat Wassereintritt. Kuckuck. Das ist ein bisschen nass, kann man hier sehen, hier vorne ist Wasser, steht Wasser drauf. Und hier hat die Kundin auch was abgeklebt. Okay, auch klatschen das hier. Ich würde sagen, du machst mal nass, ich guck mal. Ja, dann Basti, dann geh mal mit rein. Vielleicht kannst du so seitlich reingehen oder was. Joschi! Ja? Riecht nach Moder hier drin. Was? Er läuft hier schon rein. Aber kannst du mir erstmal einen Lappen, einen trockenen Handtuch geben, weil jetzt alles nass hier drin ist? Da sehe ich gar nichts. Wo? Mal einen Lappen geben, dass ich abtrocknen kann. Wo läuft's denn, Joschi? Also ich glaube, hier hinten habe ich gerade was gesehen, da wo es auch nass war. Aber ich würde es gerne einmal trocken haben. Vielleicht können wir die Verkleidung gleich mal abbauen hier. Aber das riecht so modrig hier drin, ne? Riechst du das? Mhm, so nach, ein bisschen nach verfaulten Eiern. Ah, hier tropft es auch, guck hier. Bob. Hier, das hier ist unser blaues Toilettenpapier. Das ist für ganz große Ärsche. Es tropft hier aber schon. Eigentlich können wir die Verkleidung schon abbauen. Hier. Willst du eine Verkleidung holen? Ja, es tropft, es läuft jetzt hier unten lang. Ja, okay, komm, dann machen wir die Verkleidung mal ab. Und kannst du eigentlich direkt abbauen. Was ist denn das hier? T25. Ist hier geschraubt oder? Das ist nicht übel. Und wenn es reinregnet, da passieren Schäden unglaublich. Vor allen Dingen, wenn unten drunter noch irgendwelche Steuergeräte in den Teppichen hat, Passat zum Beispiel. Was sie da schon für Schäden gehabt haben, bei Wassereintritt. Aber hier Smart, das habe ich noch nicht gehabt. Das ist so. Kreuzschraubendreher, okay. Ja, nimm doch einfach den richtigen. Ja, das ist. Ich habe mich an deiner Kiste bedient, weißt du? Also, an meiner Kiste? Ich nehme besser meine Kiste. Ja, ist doch klar. Das ist wirklich auch richtig. Guck mal, kann das sein, dass das mein Akkuschrauber ist? Nein. Mhm. Mein, das sind doch alles bürgerliche Kategorien. Nee, ist klar. Wenn es die Kinder sind, sowieso, dann ist. Also, wie war das? Als ich geheiratet habe, war der Euro nur noch 50 Cent. Da kam der Aljoscha auf die Welt, da war nur noch 25. Jetzt weiß ich noch, was sie so modrig gerochen hat. Oh. Ich kann das nicht sehen. Ja, das ist. Da bist du schon empfindlich. Ach, echt? Boah. Wirklich, da bist du schon, finde ich, nur mit diesem Schimmel, der riecht doch so ein bisschen stumpf, weißt du? Du hast das gerochen eben, ne? Mhm. Ich habe gedacht, du hättest einen Furz gelassen, dann so hat es gerochen. Okay, dann geh mal rein, ich spritze mal ab, dann gucken wir mal, was ist. Ja, mach mal. So. Ich schau mal, guck mal, ob das da irgendwo reinkommt. Oh,
Boah, es ist ekelhaft. Ja. Brauchst gar nicht weitermachen. Guck mal hier. Siehst du da an der Stelle, wie sich hier der Tropfen jetzt bildet? Ja. Siehst du das? Ja, ne? Kommt immer mehr. Es ist hier an den ganzen Haarrissen. Was ist denn hier passiert? Die ganze Heckklappe ist ja irgendwie... Da sind überall so Haarrisse drin. Oh. Oh, hier. Da. Haarriss. Ach Gott, das sind Risse. Guck mal hier auch. Ach, hier auch. Guck mal da. Diese ganze Heckklappe ist aufgerissen. Da. Siehst du den Riss? Da. Und da. Ach, guck mal, der Kunststoffrahmen ist gerissen. Da auch. Das habe ich vorhin gar nicht so gesehen. Guck mal hier, da siehst du den Riss, der zieht sich hier. Aber rundherum, ne? Guck mal hier unten auch. Der zieht sich hier so komplett bis runter da rein. Guck mal hier, das ist rundherum, Papa. Guck mal hier. Da ist komplett aufgerissen. Hier, hier. Sag nochmal da oben. Da. Ja. Das ist... Das riecht doch. Hör auf, ey. Hm, das riecht aber eklig. Oh. Ist da echt empfindlich, der Joscha. Was so besonders gut ist, weil Joscha so besonders gerne mag, ist so alte Dosen, wenn er so das Butterbrot früher als kleines Kind vergessen hat und dann irgendwo unter ich versuche mich zu konzentrieren. Unter das Bett gestellt hat. Und wenn die dann aufgemacht ist, dann laufen kann. Das ist echt extrem. Und wenn man die so aufgemacht hat und dann so der Schimmel da rauskam. Das war damals auch der Grund, wann, ihr erinnert euch ja bestimmt an das Soßströming, als sie es hier aufgemacht haben, warum ich drinnen stand. Genau. Weil ich kann das nicht. Als wir draußen den Fisch aufgemacht haben, da war das Stück Köder schon angucken, das Video war echt gut. Der Junge war echt tapfer da, ne? Okay, lange Rede, kurzer Sinn. So, ich würde sagen. Ja, aber ich glaube, da musst du da eine Heckklappe rein. Ich glaube, das wirst du nicht einzeln komplett kriegen. Nein, was willst du auch einzeln machen? Ja. Guck mal hier, da hin. Der ganze Rahmen ist geplatzt hier. Da passiert sowas? Kann nicht nur durch Hitze sein, oder? Kann eigentlich nur durch Hitze. Eigentlich passiert das, wenn nicht genug Weichmacher drin ist. Wenn der Weichmacher ausdunstet, dann wird das aus dem Plastik. Ja, und das legen wir mal hinten rein, falls es draußen regnet. Dann ist das nicht so. Ja. Auch eine neue Erfahrung. Habe ich noch nie gesehen? Ja, nicht. Ich muss jetzt hinten komplette Scheibe neu. Komplette Heckklappe? Ja. Soll ich mal gucken, was die kostet? Ja. Gib mir eben, was die kostet. Machen wir kurz einen Wischer. Wir schauen mal eben, was die... Ach komm, komm mit. Komm mit. Komm mal hier drin in der Halle gehen. Gucken wir mal eben, was kostet. Und was es da einzeln gibt. Das ist ja immer bei Smart, ne, sagt man, wenn das so preiswertes Auto, ja, aber da gibt es eben auch nur komplette Komponenten. Und ich bin davon überzeugt, dass es das Ding nur am Stück gibt. Ich glaube nicht, dass es die Scheibe oder die Kunststoffrahmen einzeln gibt. Glaube ich auch nicht. Smart. So, so, jetzt gehen wir ins Original. Partzwing 0. Smart 1. Abteilung rein. Da können wir ganz genau sehen, was es für Teile gibt und was es kostet. 5, 7, 10, 1. Scheibe. Heckscheibe. Spoiler. Primer. Oh. Nee. Das war da. Rahmen oben mit Scheibe. Rückwandtür oben mit Glasscheibe. Aber es ist nicht hier auf dem Bild, es ist hier da. So, wird nicht mehr geliefert. Oh, wird nicht mehr geliefert. Entfallen als Ersatz. 67004. Ach du Scheiße. Ja, wird nicht mehr geliefert. Ja, toll. Und dann gibt es Ersatzzahl. Nö. Was ist das? Wird nicht mehr geliefert. Ja, das ist schlecht, ne? Gut, ist ja auch von 2012. Ja, das 12 Jahre ist altes auch, Auto, da ist ja schon, kann man ja, ist ja schon alt, ne? Ja. Ich telefoniere mit Mercedes. Guck mal eben an. Ja, fehlen mir schon wieder die Worte, ne? Okay, wir telefonieren vielleicht eben mit Mercedes und geben jetzt gleich noch mal eine Information.
ob wir das Teil noch bekommen oder nicht. Machen wir Schnitt. So, also wir haben jetzt recherchiert. Der Hammer ist, diese Heckscheibe gibt es nicht mehr. Mercedes Smart lieferte nicht mehr. Sollte damals kosten 450 oder 460 Euro, sowas in der Richtung. Aber nicht mehr lieferbar. Fertig. Haben wir gedacht, okay, gehen wir gucken, ob wir die irgendwo im Netz bekommen. Ja, waren wir bei eBay. Wie hieß die Firma nochmal? eBay, glaube ich. Egal. Auf jeden Fall haben wir da geschaut und dann haben wir eine Scheibe gefunden. Was habe ich? 450 Euro ungefähr hat die Original gekostet. Und jetzt kostet sie bei eBay gebraucht 700. Muss ich euch vorstellen. Also es gibt es einfach nicht mehr. Und jetzt hauen natürlich die, die das so eine Scheibe haben, total drauf. Die Kundin hat gesagt, nee, das will ich, ist mir scheißegal, ich lege da ein Handtuch rein, da habe ich keinen Bock drauf. Aber ne, 450 hat es gekostet, 700 gibt es jetzt bei eBay. Schon der Hammer. Und vor allem, dass für so ein Auto einfach keine Scheibe mehr produziert wird. Aber so ist es. Au revoir.